Ich bin der Jan Bühler und ich habe mein Bachelorstudium in Winterthur an der Zürcher Fachhochschule für angewandte Wissenschaft, der ZHAW, gemacht und meine Bachelorarbeit im Modul Geotechnik. Ich habe dann eine Aufgabe zugeteilt bekommen, und zwar ist es dort um die Baugrube gegangen vom Universitätsspital in Basel. Genau, und zwar ist das eine spezielle Aufgabenstellung gewesen, weil erstens liegt Basel oder liegt das Universitätsspital zu Basel mitten in der Stadt, in der Nähe vom Rhein. Und andererseits ist es auf dem Spitalgelände sehr eng. Aus diesem Grund hat man auch das Projekt vorgesetzt, um es in mehreren Etappen umzusetzen. Bei meiner Baugrube ist es dann konkret um die von Etappe 1 gegangen. Die engen Platzverhältnisse sehen wir nochmal schön auf dem Bild. Das rote gezeichnet ist jetzt die Etappe 1 und das liegt dort sehr schön eigentlich zwischen allen bestehenden Gebäuden, wo man noch mal ein 25 Meter tiefe Baugrube machen wollte. Um dann eigentlich die ganzen Gebäude, die bestehenden, zu erhalten, hat es diverse Unterfangen gebraucht, wie man auf dem Bild sieht. Und auch die Tiefe kommt da wieder sehr gut zum Vorschein, weil rechts sieht man, dass man eben gute 26 Meter tief arbeiten müssen und das bestehende Gebäude eben nochmal um 12 Meter unterfangen. An anderen Stellen habe ich einen Baugrubenabschluss mit einer überschnittenen Bohrpfahlwand vorgesehen. Wie man links sieht, ist das auch gewesen, neben einem bestehenden Gebäude und das Gebäude war zudem noch geschützt gewesen, also denkmalgeschützt. Um nachher die Verformungen möglichst zu verringern, hat man mit vorgespannten Anker geschafft. Und weil der Boden, einmal gerade die untere Bodenschicht, nicht sehr einen guten äußeren Tragwiderstand zugelegt bei diesen Anker, hat man sehr ein feinmaschiges Ankerraster gebraucht. Und ja, schlussendlich konnte ich irgendwie überall etwas planen. Aber es ist also sehr eine spannende Aufgabenstellung gewesen. Ich habe vieles dürfen und müssen lernen, weil es einfach auch ein bisschen, ja, spezielle Aufgabenstellung war, wie die Fälle, die man im Studium angeschaut hat.